Eine neue Folge Ein Sessel für. Zu Gast ist der Torwart des FC Energie Cottbus, Thorsten Kirschbaum. Schön, dass du da bist. Gerne, hallo. Ihr habt einen eher erfolgreichen Start in die Saison geschafft, bis auf die letzten zwei Spiele, die ihr leider verloren habt. Wie ist das? Trübt das die Stimmung in der Mannschaft? Ja, natürlich. Wäre es schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Ja, die letzten zwei Spiele, mit dem letzten Spiel gegen Duisburg können wir zu Hause nicht so zufrieden sein. Die erste Halbzeit, denke ich, haben wir völlig verschlafen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, hatten nicht so die Galligkeit, die uns die Spiele vorher ausgezeichnet hat und folgerichtig, denke ich, haben wir das Spiel dann auch verloren, auch wenn wir vielleicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen Pech gehabt hätten und einen Pfostenschuss noch und eventuell vielleicht noch einen Ausgleich verdient gehabt hätten, aber da wollen wir nicht mehr lange drüber nachdenken, haben jetzt auch die Länderspielpause da, um uns wieder klaren Kopf zu machen. Habt ihr härter trainiert in der Länderspielpause jetzt? Ja, wir haben auch die Trainingsintensität hochgefahren, der Trainer hat mehrere Einheiten letzte Woche angesetzt, auch immer zweimal am Tag, damit sind wir in der letzten Länderspielpause schon ganz gut gefahren. Und jetzt, denke ich, sind wir top vorbereitet fürs Spiel in Aalen. Trotzdem gewonnen habt ihr mit eurer Stammelf, die jetzt nicht mehr so dasteht. Also ihr habt Verletzte, Stiepermann, Farina, Adlung ja immer noch gesperrt. Glaubst du trotzdem, dass ihr an die Erfolge anknüpfen könnt? Ja, wir werden es versuchen. Wir sind uns der Personallage bewusst. Aber da wurde auch Wert drauf gelegt vor der Saison, dass wir in einen breiten Kader investieren. Und das war auch die Zielvorgabe, was die Trainer ja öffentlich auch bekannt gegeben haben. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Und die Jungs, die brennen ja auch auf der Bank. Ja. Die sitzen ja immer 90 Minuten auf der Bank, eventuell manchmal. Und das macht dann natürlich keinen Fußballspieler Spaß. Die wollen natürlich alle spielen und jetzt können sie es zeigen. Und im bestmöglichen Falle dann die anderen auch nicht mehr wieder in die Mannschaft lassen. Ihr seid eine Mannschaft, ein Team, haltet zusammen. Du bist jetzt seit 2 Jahren hier. Wie wohl fühlst du dich in der Mannschaft? Ja, ich fühle mich nicht nur in der Mannschaft super wohl, ich fühle mich auch im ganzen Umfeld hier super wohl. Ich bin jetzt 2 Jahre hier und kann eigentlich, ja, bis auf das letzte halbe Jahr, das war natürlich nicht so schön, als wir fast noch abgestiegen sind, über keine negativen Zeiten noch sprechen. Das habe ich immer wieder betont, dass ich mich wohlfühle und ich denke, der Mannschaftszusammenhalt ist auch ein großer Bonus dieses Jahr in der Saison. Wo willst du hin als Torwart? Ja, ich denke, als Fußballspieler versucht man immer so hoch hinaus, wie es irgendwie geht, zu kommen. Mein Ziel ist die erste Bundesliga, das habe ich immer wieder gesagt, am liebsten mit Cottbus irgendwann. Das wollte ich gerade fragen, also mit Energie? Ja, natürlich, aber das ist natürlich weit weg und darüber brauchen wir im Moment überhaupt nicht sprechen. Ist das gar nicht bei euch in den Köpfen gerade? Nein, ich denke überhaupt nicht. Wieso auch? Wir haben letztes Jahr gesehen, wie schnell das gehen kann in die andere Richtung und ich denke, da sollte man vorsichtig sein mit solchen Träumen und mit solchen Aussagen, falls irgendjemand. Das ist, denke ich, überhaupt kein Thema. Wir müssen einfach gucken, von Spiel zu Spiel gucken. Und wir sehen ja gegen Duisburg, wenn wir nicht 100% unserer Leistung bringen, von der ersten bis zur 90. Minute, dann verlieren wir in der Spieler die Liga. Dein Vertrag läuft aber aus nächstes Jahr im Sommer. Das heißt, jetzt stehen die Vertragsverhandlungen an. Kannst du uns die Frage beantworten? Bleibst du in Cottbus? Schaust du weiter? Nein, die Frage kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Ist ja noch nichts unterschrieben oder irgendwas. Wir werden sehen. Wir haben mit Christian Beek ein sehr gutes Gespräch gehabt, wo wir über die Zukunft von Energie Cottbus, über meine Vorstellung gesprochen haben. Zu ihm habe ich auch gesagt, dass ich mich wohlfühle hier, dass ich mich in der Mannschaft wohlfühle, dass man das nicht einfach auch so wegschmeißt. Ja. Man hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren auch hier was aufgebaut. Ich denke, wir haben auch ein gutes Verhältnis zu unseren Fans und ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken. Es ist immer noch ein Dreivierteljahr Zeit bis Mai und wir werden sicherlich zum gegebenen Zeitpunkt, und der auch nicht allzu lang oder allzu fortgeschritten in der allzu fortgeschrittenen Saison sein wird, eine Lösung finden und es dann auch bekannt geben. Und du hast es gerade schon angesprochen, also ja, die Fans. Und du bist Nachfolger ja von Tremmel und Pieplitzer, das waren... Ja, man kann sie schon als Ikonen bezeichnen. Zählst du dich da auch schon dazu? Nee, auf keinen Fall. Ich denke, Tremmel und Pieplitzer, das sind ja fast schon Legenden. Gerade Pieplitzer, der ist ja deutschlandweit bekannt gewesen. Den habe ich auch als kleinen Jungen da, als er in Cottbus schon gespielt hat, beobachtet. Und Gary Tremmel, denke ich, der hat in der ersten Liga für Cottbus Riesenspieler gemacht und hat sich auch einen Namen gemacht. Ich glaube, in einer Saison war er auch Europas bester Torhüter irgendwie von den gehaltenen Torschüssen. Ist das aber auch dein Ziel? Ja, das ist natürlich sein Ziel. Wie ich gerade schon gesagt habe, man versucht immer so hoch hinaus wie möglich zu kommen. Wie wichtig sind die Fans da im Rücken? Also auch um so ein Ziel zu erreichen, auch ja, um gut zu spielen. Wenn die Nordwand voll ist, wie sieht es aus? Ja, also die Fans sind ja nicht nur für mich wichtig, sondern für die ganze Mannschaft. Und das hat man auch im letzten Jahr gemerkt, wie sehr die Fans unter den schlechten Ergebnissen gelitten haben. Und man merkt, dass es nicht nur einfach ein Verein, ein Fußballverein für die ganzen Leute ist, sondern es ist ja fast schon wie ein Leben für sie. Sie arbeiten darauf hin, am Wochenende ins Stadion zu gehen und war es ja letztes Jahr für sie einfach sehr ärgerlich und sehr frustrierend, wenn man Woche für Woche verloren hat. Und sie haben es einfach vielleicht Angst gehabt, dass ihnen das Ganze genommen wird und das Ganze kaputt geht, wenn es einfach eine Liga tiefer gegangen wäre. Ja, und leider ist es ja jetzt auch noch in den Köpfen. Also nach den 2 verlorenen Spielen ist natürlich dann ja die Angst auch wieder da, dass es so ist wie in der letzten Saison. Wie gebt ihr den Fans das Vertrauen? Ich denke, wir haben guten Fußball gespielt und es ist jetzt überhaupt kein Grund, denke ich, irgendwie Panikmache zu machen. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir
dass wir die Punkte wieder einfahren und genauso weiterspielen wie mit dem Elan, mit dem Engagement, was uns ausgezeichnet hat. Und dann habe ich überhaupt keine Sorge. Ja, und für die Fans gibt es jetzt was Besonderes. Du hast ein Trikot mitgebracht und ja, Thorsten wird es jetzt hier unterschreiben und Sie können das Trikot dann gewinnen. Genau. Soll ich noch weiterziehen? Ja, ist okay. Das Trikot mit der Unterschrift von Thorsten Kirschbaum, das können Sie gewinnen. Rufen Sie einfach morgen ab 9 hier bei uns an unter Cottbus 380 390. Die Telefonnummer ist auch nochmal unten eingeblendet. Ja, und mit ein ganz bisschen Glück können Sie dieses Trikot gewinnen. Thorsten, jeder Gast, der hier bei mir ist, muss Blitzfragen beantworten. Du natürlich auch. Das heißt, ich fange einen Satz an und du vervollständigst den einfach. Okay. Cottbus ist für mich eine fußballverrückte Stadt. Mein Herz schlägt für meine Frau Johanna. Und mein Vorbild ist? Mein Vorbild ist der jetzt Manuel Neuer und war Andreas Köpke. Thorsten, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg fürs nächste Spiel. Genau, und danke. Alles Gute. Danke.